Es war kurz nach 16 Uhr, der Moment, als alles vorbei war. Die Rennfahrerlegende Stuck sagte Servus nach 43 Jahren Motorsport. Hans-Joachim Stuck hatte zum letzten Mal den Helm abgenommen, den mit den Sternen, sein Markenzeichen. Ich hätte nie gedacht, dass so ein Hype aufnehmen wird, das Ganze drumherum, welches Auto, welches Rennen. Aber es hat im Endeffekt dann funktioniert und ich glaube, für mich natürlich ein genialer Abgang. Ich hoffe, der Vater hat zugeschaut, vom Himmel oder von der Hölle, je nachdem, wo er gerade sitzt und schmort oder sich freut. Und ich glaube, dass wir damit schon ein Stück Motorsportgeschichte geschrieben haben. Das erste internationale ADAC 24-Stunden-Rennen der 22,8 Kilometer langen Nordschleife des Nürburgrings. Die letzten Fahrerwechsel stehen bevor. Noch eine Tasse Kaffee zum Aufmuntern. Das Rennen war ein echter Test für Fahrer und Wagen. Vielleicht wird diese Veranstaltung wirklich der Beginn einer neuen Tradition. Ähnlich in der Bedeutung wie Le Mans. Sonntagnachmittag 16 Uhr, die 24 Stunden sind vorbei. Nicolas Koop, Werner Brohl werden mit 2 Runden Rückstand Zweite. Hinter dem souverän fahrenden Siegerpaar Hans Stuck Junior, Clemens Schickentanz auf dem Köppchen BMW. Ein großer Erfolg für die beiden talentierten Fahrer. 41 Jahre liegen zwischen diesen Bildern. Während Striezel Stuck mitten in dieser Nacht seines letzten Rennens aus seinem Arbeitsgerät, einem Lamborghini Gallardo, aussteigt und alle Blicke auf sich zieht, nimmt kaum jemand Notiz von diesem Herrn, Clemens Schickentanz. Das Wiedersehen der beiden Männer der ersten Stunde beim 24-Stunden-Rennen in diesem Jahr, nicht geplant, eher zufällig. Alter, das ist doch schön, dass du da bist. Ja, was, ne? Ich bin jetzt 70 gewonnen hier. Hallo, ja, grüß dich. Hallo. Ja, ja, das ist doch richtig gemacht. Du bist doch mal mit hier drüben. Gesamtsieger 1970. Ja, Gesamtsieger 1970. Ja, ja, cool. Der Clemens war natürlich der Stammfahrer, der ist halt Clemens Bayer älter wie ich. Und der wurde mir einfach zugeteilt. Wir sind ja nur zu zweit gefahren, heute fährt man ja zu viert. Da waren wir noch richtige Männer damals. Ne? Und der Clemens war, wenn du den so siehst, also damals wie heute, wirst du eher denken, der ist Künstler, Maler oder sonst irgendwas. Und der ist eigentlich nicht der typische Rennfahrertyp, aber damals war er sauschnell unterwegs. Er hat natürlich ganz viel Fahrpraxis gehabt, weil er schon mit 16 und mit 15, einer mit 14, glaube ich, schon angefangen hat zu fahren. Und der Vater ihm das auch schon beigebracht hat. Ne? Der war ja ständig am Nürburgring schon mit dem Vater, der hat ja die Wohnung hier, die er jetzt immer noch hat und so weiter. Und der Vater hat ihn schon mit 12 oder 14 und so weiter, hat er immer schon, durfte er fahren, speziell am Ring hier. 1971, Stuck erneut am Start beim 24-Stunden-Rennen am Nürburgring. Unter den Favoriten war Vorjahrssieger Hans Stuck, der im Training auf seinem BMW 2002 die schnellste Runde fuhr. Den zweiten Sieg schon vor Augen verhindert ein technischer Defekt den erneuten Triumph. 2 Stunden vor Schluss des Rennens musste Hans Stuck aufgeben. Trotz aller Bemühungen war sein Wagen nicht mehr vorzumachen. Sieger nach 24 Stunden wurde das Team Prinz von Hohenzollern und Pankel auf einem BMW 2002. 125 Runden und 2854 Kilometer waren gefahren worden und erlöst nach dieser Strapaze die glücklichen Sieger Prinz von Hohenzollern und sein Co-Pilot Gerold Pankel. 40 Jahre später. Der Rummel ein Vielfaches größer. Auch um die Person Stuck fast eine Art von Heldenverehrung für den Bayern, die ihm nicht ganz geheuer ist. Was mich jetzt hier unglaublich beschäftigt ist, was hier Fans kommen, die heute schon teilweise Tränen in den Augen gehabt haben und gesagt, hör mal, Stuck, du hörst jetzt auf, wir folgen dich seit 20, 25 Jahren. Ich hätte nie gedacht, dass ich so eine Fangemeinde habe und möchte an der Stelle auch mal allen danken, die mir die Treue gehalten haben und die mich so bewundern. Ich finde das klasse. Ich glaube, so wertvoll bin ich eigentlich gar nicht. Und ich würde mal sagen, wenn es dann vorbei ist und mal der ganze Hype sich gelegt hat, wird sicher noch mal ein paar Stunden, ein paar Tage kommen, wo man noch auf gut Deutschland die Düse geht. An seiner Seite beim Abschiedsrennen die Söhne Johannes und Ferdinand. Die drei wechseln sich ab, gemeinsam in einem Cockpit. Das sogenannte Projekt Stuck hoch 3 löste einen Boom bei den Fans aus. Einfach unglaublich. Man merkt natürlich einfach, was mein Vater hier für einen Erfolg hatte und wie sehr er von den Fans geliebt wird. Und dass man dann so übernommen wird, einfach, das ist einfach ein sehr tolles Gefühl. Ich habe ihn selten so entspannt erlebt eigentlich, weil die Devise ist natürlich ganz klar ins Ziel kommen. Und wenn wir ins Ziel kommen, dann werden wir so, wahrscheinlich sowieso ziemlich weit vorne sein. Das ist hier einfach so. Und wir sind aber alle unheimlich entspannt. Und
Ich bin jetzt auch schon fünfmal vorher gefahren, das ist mein sechstes 24-Stunden-Rennen. Ich hatte immer mehr Druck als bei dem, komischerweise. Ich denke, das ist einfach, wenn man sich kennt, wenn man als Familie an den Start geht, irgendwie harmoniert das einfach richtig gut. Unser Ziel heißt ankommen und Spaß haben, das werden wir machen. Und nach oben ist alles offen. Wir wissen, am Nürburgring gewinnt nicht der Schnellste, sondern der Cleverste. Und da glaube ich, clever sind wir schon. Dieses Motto, sein Motto, zieht sich durch mehr als 4 Jahrzehnte Motorsport. Denn clever, das war Striezel schon immer. Also da bei diesen ersten Rennen wirklich mehr Fliegen auf der Tür des Autos waren wir auf der Seitenscheibe, war das noch lustig. Bei kurzen Rennen ging das. Und der Vater hat immer die Hände im Kopf zusammengesagt. Er sagte mir, Bubele, du musst einfach weniger querfahren, wenn ich das da sehe. Was hat der dumme Stuck dann gemacht? Er ist dann, wo der Vater stand, normal gefahren und hinten wieder quer gefahren. Diese Fahrweise, spektakulär, aber nicht effektiv, veränderte er auch nicht während seiner erfolgreichen Zeit in der Formel 2. 71 Formel 1 Rennen fuhr er zwischen 1974 und 1979. Guten Morgen allerseits. Für March, Brabham, Shadow und schließlich ATS. Regenspezialist, gell? Nur zweimal stand er in der Königsklasse auf dem Podium. Mehr als 2 dritte Plätze 1977 weisen die Statistiken für ihn nicht aus. Insgesamt holte Striezel Stuck 29 WM-Punkte. Hätte ich in meinen Formel-1-Zeiten schon ein bisschen mehr Grips im Kopf gehabt, dann wäre es vielleicht besser gelaufen. Gut, das ist jetzt abgehakt, sage ich mal, no regrets. Aber trotzdem, die Zeiten Formel 2, die tollen Erfolge mit dem Jägermeister March BMW, da in Stein reinkommen und da werden die Raketen abgeschossen, wie auch die für mich relativ guten Erfolge in der Formel 1, da kann ich eigentlich recht zufrieden sein. Es war eine tolle Zeit, eine aufregende Zeit, auch eine teilweise sehr traurige Zeit, denn das war die Zeit, wo Rennfahren wirklich gefährlich war. Mir war klar, das, was wir jetzt haben, ist der maximale Stand der Sicherheit, damit müssen wir leben. Oder ich muss es lassen. Und dieses Love it or leave it hat eigentlich mein ganzes Leben begleitet. Gott sei Dank, das war sicher auch die Grundlage, um dann nach 43 Jahren noch in einem Stück hier zu sitzen. Dem Himmel und dem Schutzengel sei Dank. Während dieser gefährlichen Zeit war wohl eins der nachhaltigsten Erlebnisse für Stuck der Unfall von Niki Lauda 1976 auf der Nürburgring-Nordschleife. Als einer der ersten an der Unglücksstelle koordinierte er die Rettungsaktion des Österreichers mit. Die erste Hilfe hat damals ja schon Harald Ertl und Arturo Merzario unternommen. Niki war ja voll ansprechbar. Und dann wurde er in den Krankenwagen gelegt. Und dann wollten die mit dem Krankenwagen ja über die Strecke, über das Karussell, Start und Ziel, runterfahren ins Krankenhaus nach Breitscheid. Jetzt waren wir ja ungefähr 900 Meter nach der Nürburgring-Breitscheid-Einfahrt. Alle Formel-1-Fahrzeuge standen entweder am Unfallort oder waren in den Boxen. Ich sage, hör mal, fahrt doch den Kilometer gegen die Richtung, es kommt ja keiner. Da haben wir dem Niki ungefähr eine 40 Minuten lang Krankenwagenfahrt erspart, was auch sehr wichtig war im Nachhinein, denn man musste ja relativ zügig die Lunge absaugen von diesen giftigen Gasen, die drin waren. Hat ihm sicherlich gut geholfen. Bin eigentlich sehr stolz, dass ich da bei der Rettung so aktiv mitwirken konnte. Nach seiner Formel-1-Zeit und einigen weniger glamourösen Jahren, viele hatten Stuck schon abgeschrieben, tauchte er bei den Sportprototypen, die sogenannte Gruppe C, wieder auf. Hier ein Rennen am Nürburgring. Und endlich feierte er seinen ersten großen internationalen Titel. Hans-Joachim Stuck wurde mit Porsche Sportwagen-Weltmeister 1985, der Höhepunkt seiner Karriere. Peter Falk, damals der Rennleiter von Porsche, war bekannt dafür als sehr, sehr gute Führungspersönlichkeit, der auch Fahrer, in dem Fall war ich ja der Jüngste von denen, wo ich auch schon über 30 war, hatte auch mal absichtlich in falsche Richtungen entwickeln lassen, um den Leuten zu zeigen, was eigentlich machbar ist. Und diese ganzen Entwicklungsfahrten und Testfahrten, was ich bei Porsche gelernt habe, war für mich für die letzten Jahre unheimliches Kapital. Also Porsche war schon eine tolle Zeit. Wenn man bei Porsche einmal als Werksfahrer sein durfte, wusste man eigentlich, was man vorher falsch gemacht hat. Alles richtig machte Stuck in den beiden Jahren darauf, 1986 und 1987. Zweimal siegte er im französischen Le Mans. Der Name Stuck erlebte auch in Deutschland ein Comeback. Die im Motorsport engagierten Automobilhersteller wollten sich seine Erfahrung zunutze machen. Audi lockte Striezel Stuck zurück in den Tourenwagen. Nicht zu beschreiben, die Aufregung, gell? Es ist leider geil, muss ich sagen.
Das sogenannte Dickschiff, der Audi V8 Quattro, bot ihm 1990 optimale Möglichkeiten. Gleich in seinem ersten Jahr mit Audi in Deutschland wurde Stuck DTM-Meister. Das holt im Kopf nicht aus, gell? Nein, nein. Und endlich erlebten die Fans den mittlerweile fast 40-Jährigen wieder so erfolgreich und so lustig, wie man ihn zu Beginn seiner Karriere erleben durfte. DTM, das war natürlich unglaublich mit dem V8. Immer wurde Gewicht reingepackt und wir haben mit Leistung und Allrad immer nachgebessert, gell? Und das war einfach gigantisch, weil da hat keiner damit gerechnet, dass ich auch nochmal von meiner Person her nochmal so einen Hype auslösen könnte. Das war der Hammer. Nochmal die DTM zu gewinnen, das war schon eine coole Zeit. Genau in diesen erfolgreichen Jahren wurden seine beiden Söhne geboren, Johannes und Ferdinand. Hans-Joachim muss wohl seine besten Gene weitergegeben haben, denn die beiden avancieren derzeit genauso wie Striezel seinerzeit zu sehr guten Rennfahrern. Ein Familienrennen zu dritt, dieser Traum wurde ebenfalls in dieser erfolgreichsten Zeit von Striezel Stuck geboren. Der Traum ist entstanden 1986. Johannes war noch nicht mal geboren oder war gerade kurz geboren. Hatten wir im Porsche Werksteam das Andretti-Team mit dabei. Das war Vater, Sohn und Neffe. Dachte ich mir, Menschenskinder, das ist eigentlich eine geile Nummer, das müssen wir auch mal hinkriegen. Dann war jahrelang natürlich Ruhe. Doch das Hirngespinst-Familienteam hatte sich festgesetzt. 1996 eine ernüchternde Saison mit Opel. ITC statt DTM, die Champions League des Tourenwagensports. Hier aber endet die große internationale Stuck-Karriere. Was blieb, sind seine Erfolge auf der Nordschleife, das 24-Stunden-Rennen 1998. Stuck tritt auf einem privat eingesetzten Diesel-BMW 320 an. Diesel liegt voll im Trend. Er stinkt nicht mehr, raucht nicht mehr und klopft nicht mehr. Und ich würde mal sagen, wir haben hier eine gute Chance, ganz vorne mitzufahren. Und tatsächlich gelingt ihm das Kunststück, dieses 24-Stunden-Rennen zu gewinnen mit einem Diesel. Der BMW-Mann der ersten Stunde meldete sich zurück, woanders als am Nürburgring. 2004, sechs Jahre später, diesmal in einem Werks-BMW, siegte er zum dritten Mal und steht wieder ganz oben erneut als BMW-Pilot. In den vergangenen Jahren hat er die Weichen für einen Verbleib im Motorsport gestellt. Seit 2008 ist er Ratgeber und Motorsportrepräsentant des Volkswagen-Konzerns. Durfte auch in dieser Rolle nochmal den Siegersekt beim 24-Stunden-Rennen schmecken. Dass er trotz seines Karriereendes nicht ganz von der Bildfläche verschwindet, tröstet da nur wenig. Ich fliege nicht zum Mond, ich bleibe auf der Erde. Also einmal durch die Buben natürlich, zum einen gehe ich auf die Rennen, zum anderen meine Tätigkeit im Volkswagen-Konzern bin ich selbstverständlich nach wie vor bei Rennen, Rallyes, DTM, Le Mans, überall mit dabei, gar keine Frage. Zum anderen werde ich auch nicht das Rennauto fahren lassen. Ich bin gerade vor kurzem, einen ganzen Tag habe ich Taxifahrten gemacht mit einem Straßenlambo, mit einem Rennlambo. Das sind ja alles Dinge, die man weiterhin macht. Nur Rennen mit Zeitnahme, das nicht mehr. Die Stoppuhr war 43 Jahre lang in meinem Leben bestimmend. Jetzt nehme ich es zum Eierkochen her. Das finde ich ganz großartig. Die Begegnung mit seinen Söhnen unmittelbar nach seinem letzten Rennen. Ein 15. Rang, dies nimmt er mit in seine Motorsportrente. Ein Abschied von dem, was er geliebt hat, was ihn bekannt gemacht hat. Mittlerweile ist der Alte, wie er von seinen Söhnen manchmal genannt wird, über diesen emotionalsten Moment seiner Karriere hinweg. Mein Leben ist und war und wird immer Auto sein. Und wenn mich heute Nacht um eins einer wegzackt, da steht ein Lambo vor der Tür, fahre nach Monaco, sitze, bin sofort drin. Ohne Zähne putzen und duschen bin ich im Auto. Das Auto ist einfach mein Leben, Geschwindigkeit ist mein Leben. So ein Auto zu bewegen, zu meistern, einfach dem Auto meinen Willen aufzuzwingen, gibt mir unheimlich viel. So war er, so ist er, der Striezel. Ein letztes Lebewohl und ach ja bitte, noch ein Autogramm. Das wollte ich immer schon mal machen. Den kann man an die Linse verschmieren. Das schreibe ich noch hin. Servus. So, danke.